Ich habe mir auch manchmal einen kleinen Bruder oder einen Zwillingsbruder gewünscht. Also ich fand es schon manchmal blöd, die Kleinste zu sein. Aber... Wurde jetzt gespiegelt, dass du die Kleinste bist oft, oder? Ja, schon. Also es war schon immer irgendwie so eine klare... Also es war jetzt nicht unbedingt so, dass meine Meinung dadurch weniger gezählt hätte oder meine Wünsche oder irgendwas weniger ernst genommen worden wären, aber es war schon trotzdem klar, dass ich die Kleine bin. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich meinen Schwestern über den Kopf gewachsen bin dann irgendwann. Hattest du mehr Rechte als die anderen? Behaupten sie ja. Sie sagen ja. Ich durfte, also bei uns war das zum Beispiel anders als bei Freunden von mir zum Beispiel, dass das Fernsehzeit oder sowas war sehr limitiert. Ich durfte aber viel mehr Fernsehen gucken als ihr. Also die haben mir schon teilweise, glaube ich, den Weg geebnet für bestimmte Dinge. Und die zermürbt. Andererseits sehe ich das dann aber auch eher so, dass ich so ein bisschen für meine Begriffe manchmal nicht so sehr individuell gesehen wurde, sondern von wegen, das hatten wir jetzt schon dreimal so, das machen wir jetzt nochmal so, beziehungsweise ich hätte, glaube ich, mir schon manchmal ein bisschen mehr Regeln gewünscht, tatsächlich. Wobei, ich glaube, das ist einfach, Mama und Micha sind so. Ich habe mir auch manchmal mehr Regeln, da gab es auch nicht. Also zum Beispiel, wenn es darum ging, wie lange darf ich wegbleiben, da hatten andere ganz klare Regeln, du musst um die und die Uhrzeit zu Hause sein. Und bei mir war immer nur die Ansage, ich soll dann gehen, wenn meine Freundinnen gehen, nicht alleine durch Berlin wandern. Und ich habe mir manchmal auch Regeln gewünscht, auch wenn es um so Sachen ging wie, meine Freundin fragt, ob ich mit ihr verreisen darf und ich weiß selber nicht so richtig, ob ich mich traue oder nicht. Und Mama sagt dann immer nur, ja, entscheide so, wie du möchtest. Da habe ich mir manchmal gewünscht, sie hätte gesagt, ja, mach das so oder mach das so. Ja, was ja eigentlich auch, also eigentlich ist es ja total schön, dass man halt seine Kinder da denen so eine freie Wahl bei so vielen Dingen lässt, aber man, also manchmal kann man ja auch, wenn man mehr klare Regeln hat, auch irgendwie hat man dann halt auch weniger Verantwortung. Und ich glaube, das war das, was mir manchmal ein bisschen gefehlt hat. Aber nichtsdestotrotz hatten wir eine schöne Kindheit und wunderbare Eltern. Ja. Wenn das so der größte Fehler ist, dass sie nicht genug Regeln aufgestellt haben, dann glaube ich, haben wir eigentlich nicht viel zu meckern. Zum Beispiel habe ich auch, jetzt wo ich so die ersten Male alleine in Urlaub oder sowas fliege, denke ich mir, wie haben die das immer alles finanziert mit uns zusammen? Also ich meine, gut, wir sind nie geflogen, weil natürlich 6 Flüge kann man sich nicht leisten, aber wir hatten immer richtig schöne Sommerferien und wir waren immer unterwegs, wir waren immer, sind immer irgendwie, konnten auf alle Klassenfahrten mit, konnten, also, ja, wir waren jetzt nicht irgendwie essen oder sowas, aber wir hatten trotzdem eigentlich... Ne, wir hatten auch alle mal jeden Sport- und Musikunterricht, den wir wollten. Ja. Das kostet ja voll viel. Und auch bei Reisen, es fiel mir jetzt ziemlich neulich ein, weil ich manchmal schon schweißgebadet bin mit einem Baby, wenn ich mit der U-Bahn irgendwo hin soll und dann ist ein Fahrstuhl ausgefallen. Und dann denke ich mir, alleine oder zu zweit Zugreisen mit 4 Kindern, da kriege ich jetzt ja schon Herzkasper. Wie machst du das? Ja, das ist ja auch richtig. Ich habe ja nur 3. Das ist ja schön.